Alles begann am Tag, als unser Vater, der Herzog vom Greif, starb. Irina wurde an einen grausamen Fürsten verkauft, Sandor ins Exil gedrängt und Kirill verlor seine Seele. Vaters Tod war kein Unfall. Anastasia, unsere geliebte Schwester, stach ihm ins Herz. Jetzt bin ich der Herzog. Und ich bin allein. Der Schatten des Todes schwebt über uns. Wie ein Fluch über der Familie. Bruder kämpft gegen Schwester. Aber unser Ringen ist nur ein einziger Tropfen in einem Kelch voll Tränen und Blut. Ein uralter Sturm erhebt sich. So, hallihallo Leute, hier bin ich, euer Trunky. Ich hoffe, euch hat das Intro zu dem Spiel gefallen. Das habe ich jetzt extra mal laufen lassen. Ich bin heute mal nicht allein. Ich habe den lieben Sunrider bei mir. Der wird mit mir kommentieren. Sag mal was. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen. Ihr könnt sehen, ich habe das Spiel schon gespielt. Ich hatte halt in meinen Schrank nachgeguckt. Da waren viele Spiele drin und da habe ich diesen Schatz entdeckt. Es ist ein sehr langes Spiel, das ich noch nie bis zum Ende durchgespielt habe. Und das wird sich jetzt ändern. Also ich werde natürlich nicht alles in einem machen, ist ja wohl klar. Ich werde von der im Intros anfangen, auch wenn ich schon ein bisschen weiter bin. Aber hast du auch den Wilhelm-Spiel mitbekommen? Hast du auch den Wilhelm-Spiel mitbekommen? Ein bisschen. Ja, und fangen jetzt vom Anfang an. Die Sünde des Vaters sind die Bürde des Sohnes. Hat dein Vater irgendwelche Sünden, Sunrider? Weil ich weiß nicht. Du hast aber viele Bürden. Herzog Pavel von Greif. Schlechter. Ey, der erinnert mich an jemanden. Kindern, Frauen. Sunrider, der sieht aus wie du. Pavel will Blut von meinem Volk. Pavel soll Blut haben. Oh, lecker Schinken. Orkblut verwandt mit Dämonenblut. Torgul ruft Dämonenherrscher mit Torgulsblut. Okay. Kommt, Kinder von Urgas. Recht, Torgul. Recht, Stamm. Okay. Dein Zorn ist groß. Den Oschi kenne ich nicht. Dein Ruf wurde erhört und beantwortet. Ich nehme dein Opfer an. Du bist das Opfer, Sunrider, nicht ich. Der Prinz des Hasses, Meister Recke des Großen. Die waren aber vorher nicht da, die anderen. Deine Seele gehört jetzt mir. Töte Herzog Pavel und verwüste sein Reich. Okay. Erfülle die Herzen deiner Feinde mit bitteren Tränen. Okay. Slava, du kennst die Berichte über Dämonen an unseren Grenzen. Worauf wartest du?
Danke. Ach kommt, Tante Sveltana. Jemand hat sich betrunken, einen Feuerelementar gesehen und es aufgebauscht. Hier waren keine Dämonen, seit Togrul vor Dekaden seine Man Seele musste immer so viel trinken. Du nimmst deine Verantwortung zu sehr auf die leichte Schulter. Als Herzog hast du die Pflicht, die Wahrheit zu suchen und etwaige Dämonen zu töten. Schön. Ich mache die Runde und jage Hirngespinste. Yay! Ja, finde ich auch. Sarkasmus ist doch immer eine tolle Art, jemanden zu behandeln. Okay, mit dem Doppelklick kann ich irgendwo hinlaufen. Und mit dem Maushänger reagieren die Dinger. Ich will das da angreifen. Okay, das sind offenbar meine Leute. Das bin ich. Und das sind die Gegner. Ich greife Wölfe an. Hoffentlich kriegen meine Hunde das nicht mit. Okay, meine bleiben auf der linken Seite und die des Gegners bleiben auf der rechten. Und ich als Unterstützung dahinter. Okay. Gut zu wissen. War genug mit den Tipps. Wuff. Und nochmal Wuff. Okay, Bogenschützen. Ich sehe sogar, wie viele Leute abkratzen, wenn ich jemanden angreife. Welchen mache ich kaputt? Den da. Bam! Ich kill dich. Ich bin kein Tierquäler. Und das klar ist. Genau. Die Wölfe haben zuerst angegriffen. Da hast du völlig recht. Da war der Beweis. Er hat zuerst angegriffen. Ich habe mich nur gewehrt. Habe ich gerade ein Level abgekriegt? Meins. Gibt mir noch einen Wolf. Meins. Kann ich mich auch irgendwo ausrüsten? Ich will da rein. Ich will nochmal da rein. Das ist meins. Das nehme ich. Erfahrung oder Goldstücke? Was meinst du, Sunrider? Finde ich auch. Nein. Ich konnte keinen Schritt mehr laufen. Ja, man kann nur so eine bestimmte Anzahl an Feldern laufen. Denk an Togruls Lava. Ja, vergessen wir Togrul nicht. Rache deines Vaters tot war. Wenn es hier Dämonen gibt, finde sie. Genau, niemals vergessen. Prüf jeden Busch, jeden Weiler. Hast du nicht mit Spitznamen auch noch Buschtrommel? Muss ich dich auch untersuchen. Nein. Wieder ein paar Wuffis. Yay! Ich darf Wuffis töten. Die einen Wuffis haben irgendwie... Ey, der ist ein bisschen dunkler. Der hat... Ja, wir haben beide, also... Ich will mich da hinstellen. Da habe ich wahrscheinlich bessere Sicht. Ey, der nimmt viel mehr Felder ein als der andere. Wie geht das? Der ist fetter, nicht größer. Siehst du? Ey, der konnte mich zweimal angreifen. Wie unfair ist das denn? Den muss ich wegbewegen. Los, weg mit den Hühnchen. Au. Hühnchen können beißen. Wow, nice! Ich hab keine Ahnung, was ich getan habe. Lass meine Bogenschütze in Ruhe. Wir sollten ein Rundmesser haben. Lauf weg, mein lieber Bogenschütze! Hm. Komm, töte ihn! Scheiß Hund, ey! Ey, jedes Spiel. Ich wollte mich immer die Hunde erst umbringen. Sie haben angefangen! Ich kann keinen Weg, keinen Schritt mehr laufen. Ah, ich habe rausgefunden, wie ich Sachen ausrüste. Oh, nice. Aber ich habe keinen einzigen Fähigkeitspunkt und ich habe nichts zum Ausrüsten.
Kann ich überhaupt irgendwas machen? Schätze nicht. Ich kann gar nichts. Jetzt weiß ich, wie es dir immer geht. Du musst auch vorher, dass du gar nichts kannst. Dazu kein Kommentar. Oh, ein Wegweiser. Oh, was ist das denn? Los, beweg dich. Mann. Oh, wir haben mehr Leute gekriegt. Die nehme ich doch gleich mal mit. Ja, desto mehr Leute man ist, desto besser, ne? Genau. Und das da sieht mir aus wie ein riesiger Oschi. Sag ich doch, ein Oschi. Irgendwie bin ich gerade für die Orks. Dämonen! Beim heiligen Licht Elrads! Sultana hat recht! Ja. Sie sind hier und kämpfen! Gegen Orks? Was machen denn Orks hier? Blauschnabel, sag's der Herrin, wenn sie es nicht schon weiß. Genau. Ich hätte das gleich gesagt wie der Rabe. Beende ich lieber, wenn du noch was abhaben willst, Tantchen. Ich warte nicht. Der Rabe sagte, als ob ich auf deine Erlaubnis warte. Warum kann der Rabe nicht? Weil es Rabe ist. Warum hat der Tantchen gesagt? Ich kann das verstehen. Wie ein Mensch auf Drogen. Ich schieß auf den, der guckt böse. Ey, die hat über die ganze Map geschossen. Komm, mach den kaputt. Ja, heilige halt, ne? Und sie muss ein bisschen bestraft werden. Wir denken hier überhaupt nicht verwehrt. Genau. Da ist er recht. Fesselspielchen, die sind immer schön. Da freuen sich alle Frauen, ne? Ja. Bäm. Stirb. Danke sehr. Du warst nicht gemeint. Ey, ich sehe gerade, die hat hier irgendwas. Das will ich mal einsetzen. Bewegt euch! Los, ihr faulen Säcke! Ja, guck. War sogar ein Volltreffer. Ja, wenn man so wenig anhat, dann trifft man gut. Vater Himmel, zeige euch den Weg. Ich bin Sveltana, Regentin des Greifen. Dies ist Herzog Slava, Pavels Sohn. Hallo. Mutter Erde, gebe euch Kraft. Ich bin Kral, Häuptling des Weißspeer-Clans von der Rotschädelinsel. Okay. Woher kennt Regentin Orkus? Ich kenne eure Bräuche besser als ihr unsere. Warum seid ihr auf unserem Land? Gute Frage. Dämonen Stamm angegriffen. Mächtige Schamanin entführt, älteste Ula. Dämonenführer nennt sich Togul. Pavels Fluch. Orks folgen Spur hierher. Wir kennen Togrul. Er hat uns viel Kummer bereitet. Wenn ihr seine Knochen wollt, die wurden zerbrochen, gereinigt und verstreut. Togrul. Ja. Togruls Geist wieder da. Verdreht, verdorben. Durch Feuer von Sheorg. Häuptling Kral, wir haben denselben Feind. Vielleicht sollten wir uns verbünden. Orks sich bewahren. Ich finde die Idee Was gut. Was bringt euch so auf, Tante Sveltana? Du hast voreilig gesprochen, ohne Verstand. Es war nur ein Vorschlag. Bettler und Dirnen machen Vorschläge. Genau. Ein Herzog tut das nicht. Er entscheidet. Ich bitte Aber euch. Und die Diplomatie? Sie sind auf Diplomatie unserem Boden, ist für den Arsch. Leben von unserem Land. Die Zeit für Diplomatie ist vorbei. Vertrau den Leuten nicht so rasch, Slava. Vor allem nicht Orks. Doch nun steht dein Angebot. Und du musst Wort halten. Also viel Glück. Ich muss bleiben und die Burg hüten. Ja, da muss immer einer bleiben. Und ich will jetzt nur mal kurz was machen beim Audio. Ich will das nämlich ein bisschen runterschalten.
Ich hatte das nämlich schon mal beim Video, dass das Spiel lauter war als ich. Und das war kein gutes Ende. Los, beweg dich. Ich bin kein Sklaventreiber. Oh, das da will ich haben. Nein, nein, du treibst die Regenten nicht Sklaven. Ich will das da haben. Ich will haben. Kann da nicht neutrale Armee? Nein. Wovon sprichst du? Was schieße ich ab? Was schieße ich ab, das? Ey, ich sehe gerade etwas. Mein Held kann auch angreifen. Tschüss, Cerberus. Hat er zwei Köpfe? Ein Cerberus hat immer mehr Köpfe. So, und jetzt will ich sehen, was das hier ist. Ja, normalerweise hat er aber immer drei Köpfe. Ach, das ist eine Heilung. Ja, das ist gut. Wie breche ich das wieder ab? Wie breche ich das ab? Ich hab's nicht rausgefunden. Ich bin doof. Vorher. Doch lange nicht so doof wie du. So sind Freunde halt, ne? Sie sind ständig am Streiten. Hat der gerade Beine gleichzeitig attackiert? Ja. Kleine, miese Potsau. Da kommt der böse, böse Hund. Ich sag's doch, böse Hündchen hier. Ja, normalerweise hat Cerberus drei Köpfe, aber... Nein! Der Armbogen. Irgendwer muss nach hinten laufen. Hallo, ist reich? Hör auf! In your face! Hey. Bitch! Und weg! Weg! Und eine Heilung. Wo sind Leute gestorben? Ich kann auch mal nämlich Leute wiederbeleben. Dass ich selbst wieder erwecken. Naja, genau genommen machen die Überlebenden die Toten wieder lebendig. Und tschüss! Bäm! Ich kann. Ich habe ja auch so einen Doppelangriff. Aus, böse, pfui, Deibel. Oh yeah. Level up! Ich hab irgendwas gekriegt. Meine Späher melden einen Succubus bei den Minen. Succubus, warum hier? Nein, ein Succubus ist ein weiblicher Dämon, der Männer verführt. Deswegen sind die sehr beliebt. Die sind immer ein schneller Quickie. Und die meckern danach nicht. Die finden's toll. Ich will in die Stadt da mal. Oh, die ist schön aufgebaut. Ich will was bauen. Ich hab was gebaut. Ich will noch mehr bauen. Kannst du nicht. Kann ich wohl. Kannst du nicht. Ich kann Leute kaufen. Kannst du aus. Ach, halt Paul. Sunrider weiß nicht, wovon er redet. Kauft ihn. Also hier, man sieht, das eine ganz schöne Stadt. Söldner. Doch. Nein, das sind Ritter. Auch Ritter sind käuflich. Ja, nein, aber du kaufst die Rosen, das kann ausbilden. Aber egal. Ich geh dahin. Da liegt irgendwas Schönes. Cape des Schutzes, das klingt doch gut. Das will ich haben. Die angreifen, die es verteidigen. Nicht angreifen, verdreschen. Nein, weg da. Der Kettenschwinger wieder. Weg mit dir, Hündchen. Ich mag keiner. Das ist aber kein Cerberus, das ist ein Höllenhund. Ich sag ja, Hündchen. Ich hab nicht Cerberus gesagt. Cerberus, kein Hündchen. So, dahin. Dahin. Und Attacke. Kawabanga! Aua. Wie heißen die Viecher überhaupt? Nein! Die heißen Irrer. Irrer sind sie, ja.
Sind gerade Leute von mir gestorben? Ja, da. Ist ja aber klar, wenn ich heile. Deine Mutter würde ich sonst heilen. Und weg. Also dafür, dass er gestorben ist, hat er echt noch ein bisschen rumgezappelt. Oh, ich bin ein beeindruckender General. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Meins. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts natürlich. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich gefragt habe. Beeilung. Makellose Angriff, wo nicht mit dat. Ich glaube, du lesen was kannst. Nein. Wer liest heutzutage? Ich. Da bist du alleine, Sunrider. Ja, nicht wahr. Es gibt genug, die lesen. Alle, die lesen, sollen es in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, Sunrider sieht, nein, es liest heute kein Mensch mehr. Es gibt genug Leute, die lesen. Es gibt auch genug Leute, die selber Geschichten schreiben. Also. Und tschüss. Das war ja mal ein schlechter Schuss. Ach, hier sind diese Kräfte. Es reicht maximalen Schaden an. Hallo, was willst du mehr? Bonusschaden. Auch schön, aber nein. Ich glaube, es sterben von mir mehr als von dem. Sag ich doch. Sieben weg. Weil das da ist eine stärkere Version von das da. Das erkenne ich, dass der bei dem der Kopf brennt. Angreifen tun sie aber trotzdem gleich, die Scheißviecher. Und sterben tun sie auch gleich. Hat er gerade Einheiten dazu bekommen? Nein. Noch einen weiteren Angriff. Okay, makelloser Angriff kann ich nicht nochmal. Standhalten ist... Doch, in 2 Runden. Ich mach Standhalten auf Armschütze, weil der kriegt dadurch mehr Power in der Verteidigung und kann sich besser wehren. Weil dein Stärker war, kann ich auch. Und ich bringe jetzt auf jeden Fall den da zuerst um, den Unmachtterra. Wie heißt der? Unmachtterra heißt der. Hier! Nee, oben Nachtetter. Ach so. Meine Güte, jetzt lass doch endlich mal meine Schützen in Ruhe! Hm. Oh, der ist tot. Jetzt erst gemerkt! Ja. Also? Ja. Ja, moin. Lass meine Schützen in Frieden! Ich blockiere dir jetzt den Weg. Die Schützen haben dir nichts getan. Nein, den da habe ich gepiekst. Den da habe ich noch nicht gepiekst. Außer jetzt. Sein Kumpel. Im Ernst! Die Schützen sind sehr beliebte Gegner. Nein, sehr beliebte Opfer. Das ist das Problem. Dafür kann ich ihn aber auch gerne ganz schnell abhacken. So, jetzt reicht's mir. Stirb! Also wenn ich jetzt richtig sehe, haben wir jetzt eine Mine schon erobert, ein Sägewerk und eine Stadt. Keine schlechte Ausbeute für einen Boss. Da komme ich beschissen voran. Meins! Ein Bergwerk. Das da ist ein Wegweiser, die braucht man nicht lesen, kein Mensch liest. Doch. Ich wiederhole es, Sunrider, da bist du allein. Ah, nicht wahr. Oh. Es gibt genug Leute, die lesen. Sei es seines Bücher, seines Fanfictions. Meins. Neue Leute. Ja, da kann ich neuen Bogen schützen. Und ich sage, hier endet jetzt mal der Part, weil
Das ist ein sehr, sehr langes Gameplay, was es bei diesem Spiel gibt. Allein auf der Rückseite der Spielhülle steht über 100 Stunden. Das heißt, das wären sehr viele Parts. Ach, das wird ein Spaß. Ja, und der Kollege wird nicht immer dabei sein. Ich sage auf jeden Fall jetzt Ciao. Das war's von mir, Trunky, und... Dann, Leute. Man sieht sich wieder. Ciao.